Herzlich willkommen, moin moin, schöne Grüße aus der Computerstube an der Schwentina, einem kleinen Fluss im Norden Deutschlands. Ich möchte wieder ein bisschen mit euch Computer spielen. Wir spielen 7 Days to Die. Wir sind in Tag 3, wir sind noch keinmal gestorben, was ich auch sehr erstaunlich finde. So, ich habe eigentlich nur Sachen dabei, die ich mithaben möchte. Mir eine Quest geholt. Ich kann, glaube ich, auch mal wieder auf den umschließen. Ich plane übrigens, überlege, ob ich nicht meine Horde hier spielen soll. Ich hätte ja auch geschrieben, dass ich durch die Welt ziehen möchte. Ach, ich hab mal. Das stimmt auch soweit. Ich mache in dieser Stadt erstmal ein paar Quests. Ich werde die erste Horde hier noch wohl übernehmen. Und dann werde ich weiter durch die Welt ziehen. Bis jetzt habe ich eine Stadt. Ich muss da gleich noch was abholen. Ich sehe. Gut. Ich hätte Hunger. Ich werde vielleicht noch mal ein Schmerzmittel nehmen. Ganz gut. So. Oh, Pilzsporn. Thank you.
Grillrost an die verkohlte Fleisch. Knochen. Nutzen. Ich sollte erstmal die Keule wieder reparieren. Munition auch nicht. Medizinische Vorräte einmal mitnehmen. So, ein bisschen Ausdauer aufbauen, das nervt. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder zum Händler kommen. Ja. Was soll ich denn Kaffee trinken? Das Haus habe ich, glaube ich, auch häufiger schon mal als Hordenbasis genommen.
glaube, ich würde mir das machen. Level up. Ich bin das noch nicht durch, aber
So, das heißt, ich habe einen Punkt zur Verfügung. Ich werde erstmal die Stärke weitermachen. It must be my lucky day. Thank you. And here you go. I like you, friend. I can't thank you enough, friend. Much obliged, stranger. So. Nichts drin. Da kann sowas rein. Thank you.
kann hier bleiben. Die können hier bleiben. Das kann hier bleiben. Regen gefällt mir dann auch nicht hier im echten Leben, aber das ist ein anderes Problem. Daher bin ich ja gerade in den Seven Days Welt. Oh, Goldkamm, den kann ich verkaufen. Kann dann zurückgehen. Block.
sarcasm. Here is your reward. I owe you one. Pleasure doing business with you. Ja. Bücher lesen. Ich muss sagen, ich komme mit den Büchern doch schon gut voran. You can help me with a problem. No matter what, I'm grateful for everything you've done. So, dann habe ich zwar nichts mehr zu essen, aber ich bin erstmal nicht mehr so hungrig. Ich hoffe, dass ich im nächsten Haus noch wieder was zu essen finde.
So. Kurz beim Händler vorbei, dann die Kiste abholen. Nach Hause, weil es Nacht ist. Great job, Traveler. So, ich nehme das Fahrrad. I could really use some help, friend. Godspeed. Thank you.
Ja. Schauen wir mal weiter. Das hat uns Helfer geschickt. Federn drin. Doch ein Helmlicht. Kann ich dann vielleicht auch nutzen.
frage mich immer teilweise, wo sie die Farben hier haben. So. Ich muss jetzt nicht gleich dahin fahren, weil ich hab noch. Der hat geschlossen. So, dann containen wir erst ein bisschen. Hier ist ein Vogelnest. Fahrrad habe ich hier auch noch liegen. Damit komme ich wieder eher aus der Stadt. Das ist ein Nest. Ich möchte mal hier ein bisschen ins Dorf. Thank you.
was zu essen. Ist auch nicht schlecht, aber das ist nicht das, was ich suchte. Und jetzt muss ich sagen, ich sollte sehr aufpassen. Kartoffel, das ist schön. Und zwar Saat. Thank you.
Rüstzeug kaufen. Wobei, besser als das, was ich anhabe. Ja, aber auch nicht unbedingt. Nee, mach ich mir so. Auto an. Ich muss nur noch einfach ein Holz für die Horde. Und Holz kann man nie genug haben. Fahrrad. So, um 6 macht der Händler auf. Kaffee. Okay.
weiß noch nicht, was ich mit Baumwolle soll. Der Ron ist geöffnet. Each day is a blessing. Here you go, friend. Whatever you need, just say the word. Das kann ich verkaufen. Zweimal. Das hattest du nämlich schon auch schon. Noch was zum Verkauf? Y'all come back now. Ich weiß ja noch nicht, wo ich hin bin in der Stadt.
Ich sollte morgen erstmal zurückfahren. Oder an diesem Tag. Und es ist kurz nach 7. Zumindest hier im Spiel. Und dann würde ich sagen, ist das für unser YouTube-Video mal wieder Zeit zu enden. Also das war's für heute. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder schaut auch mal auf computerstube.info vorbei. Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal nicht allzu viel Wasser die Schwentine runterlaufen wird. Und tschüss.